Hi Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mittlerweile gibt es so viele Marken wie noch nie zuvor. Gefühlt jede Woche kommt immer irgendeine neue Marke raus. Und deswegen stellt sich die Frage, welche 10 Marken jetzt überhaupt die besten für 2023 sind. Und diese Frage versuche ich heute zu klären. Deswegen zeige ich euch heute meine 10 Favorite Brands für 2023. Bevor ich mit der ersten Brand starte, möchte ich nur kurz sagen, dass ich mich jetzt hier vor allem auf diese ganzen Instagram-Brands beschränke. Wenn ihr auch ein Top 10 Video zu etablierten Marken sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und wenn ihr schon dabei seid, lasst gerne ein Like oder Abo da, würde mich wirklich sehr unterstützen, aber ich würde sagen, starten wir jetzt mit der ersten Brand und zwar NoFail Studios. Wer hätte sich's denken können, ich finde NoFail Studios einfach eine unfassbar starke Marke, vor allem die Entwicklung von Louis in letzter Zeit ist einfach insane. Die Marke ist extrem gewachsen, die Produkte, die sie rausbringen, sind wirklich auf einem so hohen Level. Er wird schon in Zeitschriften und so weiter erwähnt. NoFail Studios ist einfach eine extrem starke Marke. Ich muss zwar sagen, dass dieses ganze Versandthema ein bisschen schwierig ist, meiner Meinung nach. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal bei NoFail Studios bestellt und eigentlich jedes Mal hat es immer irgendwie ein bisschen lang gebraucht. Und ich glaube, es gibt auch irgendwie gar keine Retouren. Also man kann Sachen gar nicht retournieren. Ist ein bisschen weird, aber sonst die Marke wirklich extrem stark und auf jeden Fall einer der besten Brands für 2023. Die nächste Marke sollte eigentlich auch kein Zuschauer von diesem Kanal wundern, und zwar Unvain. Ich finde vor allem in letzter Zeit macht Unvain einfach einen extrem guten Job. Ich habe schon gesehen, was so ein bisschen in der Sommerkollektion rauskommen wird und sagen wir mal so, ich werde arm, ich werde wirklich arm. Ich werde mir sehr, sehr viele Sachen von der Kollektion kaufen, Video kommt dazu natürlich auch. Aber für mich findet einfach Robert so genau die Grenze von extrem coolen, extravaganten Pieces, aber auch noch Sachen, die zumindest ich easy in meinen Alltag integrieren kann. Und das gefällt mir bei Unvain einfach extrem gut. Ich würde mir wirklich eigentlich fast jedes Piece kaufen. Und das kann ich nicht über viele Marken sagen. Qualität und so ist auch alles top. Also meiner Meinung nach Unvain wirklich, wirklich eine unfassbar starke Marke. Und wenn ihr euch noch nie was bei Unvain gekauft habt, kauft euch einfach mal Sachen von Unvain. Die Sachen sind wirklich, wirklich cool. Die nächste Marke ist vielleicht ein bisschen kontroverser und zwar ADR. Ich finde, ADR ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich finde, die machen teilweise wirklich, wirklich starke Produkte, aber dann auch irgendwie wieder Sachen, die ich gar nicht fühle. Zum Beispiel jetzt vor kurzem kam dieser Hoodie mit dieser Hose raus. Habe ich einfach nicht gefühlt, war einfach nicht so wirklich mein Vibe. Andererseits droppt ADR zum Beispiel diese Cargohose und diese Bomberjacke, die ich wirklich fast jeden Tag trage. Ich liebe diese Pieces und ich habe auch in meinem Kleiderschrank wirklich extrem viele Sachen von ADR. Eigentlich fast alle T-Shirts, die ich habe, sind von ADR. Auch wenn ich ganz ehrlich sagen muss, dass zumindest die älteren T-Shirts, die ich habe, jetzt nicht mehr so eine gute Qualität haben. Also ich weiß nicht, wie die Qualität jetzt ist, weil die Qualität hat sich auf jeden Fall bei ADR verbessert, aber ich habe jetzt keine T-Shirts so von den letzten Kollektionen. Aber die T-Shirts so vor ein, zwei Jahren sind auf jeden Fall in einem schlechteren Zustand als andere T-Shirts vor ein, zwei Jahren. Aber mittlerweile ist die Qualität, glaube ich, bei ADR schon recht stabil und die Sachen, die sie rausbringt, sind auch sehr gut. Ich bin mir einfach bei ADR nie so ganz sicher, ob es jetzt genau meine Stilrichtung ist, aber dann sind doch immer wieder sehr coole Pieces dabei, die mir sehr gut gefallen. Deswegen ist meiner Meinung nach ADR auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Brand für 2023. Ich glaube, die nächste Marke hätte ich vor ein, zwei Jahren überhaupt nicht erwartet, dass die jemals in so einem Video vorkommen wird, und zwar Ola Kala. Ich muss wirklich sagen, dass die Sachen, die in letzter Zeit, oder ich würde jetzt gar nicht mal sagen in letzter Zeit, weil da kamen wieder so ein paar schwierige Kollektionen raus, die aber auch andere Gründe haben, aber allgemein die Elysium-Kollektion, die Defect Identity-Kollektion, einfach extrem stark. Man merkt auch richtig, dass da jetzt wirklich ein Design-Team dahinter ist. Ich finde es auch cool, dass sie das so offen zugeben. Also auf Instagram zeigen sie ja immer wieder, wie sie mit den ganzen Designern und so weiter zusammenarbeiten. Und die Sachen, die da teilweise rauskommen, sind wirklich extrem stark. Ich denke zum Beispiel an dieses Elysium-Hemd. Ich finde das Hemd einfach crazy. Oder auch der Cardigan und die Tanktops und so weiter. Also allgemein Ola Kala in letzter Zeit komplette steile Entwicklung. Also wirklich die Sachen extrem gut und ich freue mich schon sehr auf die Sommerkollektion, weil ich glaube, das wird schon sehr cool. Also wenn das irgendwie in die Richtung von Elysium geht, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Die nächste Marke ist auch wirklich eine Marke,
wo ich eigentlich jedes Piece gerne hätte, und zwar Sanjeev. Ich trage gerade einen Sweater von Sanjeev und auch allgemein, ich liebe Sanjeev. Ich finde die Waschungen, die Farben, die Schnitte, die Qualität, Sanjeev ist einfach krass. Klar ist es auch ein bisschen zu erwarten, weil der Style von Sanjeev ist wirklich meiner Meinung nach extrem gut. Ich finde, er hat so einen richtig eigenen Style. Er kann Farben extrem gut kombinieren, Schnitte und so weiter. Kennt sich natürlich auch sehr gut aus. Und das merkt man einfach an den Sachen. Ich meine, allein die Waschung jetzt zum Beispiel von diesem Sweater, das sind einfach schöne Pieces. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich sehr, 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 sehr oft diese Pieces von Sanjeev trage. Also eigentlich jeden Tag gehe ich mit irgendeinem Piece von Sanjeev raus und das nicht ohne Grund. Die nächste Marke, die vor allem für die kurze Zeit, in der sie erst existiert, extrem stark ist, ist Colors, beziehungsweise Colors Clothing Company. Das ist die Marke von Pinkus, dem Ex-Mitglied von Lowlight Studios. Und ich finde, dass die Sachen, die sie bisher rausgebracht hat, extrem stark sind. Vor allem dafür, dass erst so wenige Kollektionen rausgekommen sind, merkt man, finde ich, schon extrem, was so die DNA und der USP von Colors Clothing Company ist. Und das gefällt mir einfach extrem gut. Ich habe jetzt auch vor kurzem diese Jacke von Colors gekauft, checkt auf jeden Fall das LPU ab. Und Qualität, Schnitt, vor allem diese ganzen Waschungen gefallen mir wirklich extrem gut. Und wenn das irgendwie in dieser Richtung weitergeht, ist das auf jeden Fall einer der besten Marken für 2023. Die nächste Marke ist jetzt zwar nicht ganz mein Geschmack, aber man kann einfach nicht abstreiten, dass sie einen unfassbar starken Job machen, und zwar Trend Vision. Ich persönlich habe noch nichts von Trend Vision und hatte jetzt auch bisher noch nicht super viele Pieces, wo ich mir dachte, die muss ich mir nehmen. Aber die Entwicklung von Trend Vision so in letzter Zeit ist einfach crazy. Erstens sind sie extrem gewachsen, also die Community, ich glaube vor allem so rund um TikTok und so, ist wirklich extrem groß, hat man auch auf dem Pop-Up und so weiter gesehen. Aber auch die Sachen, die sie rausbringen, sind wirklich schon sehr außergewöhnlich. Zum Beispiel diese Jacke aus der letzten Kollektion, die ist mir eingefallen, diese Regenjacke, wo man alles so ein bisschen abklipsen kann. Die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch diese Krawatte aus Leder und so, das passt schon sehr gut zu diesem Vibe. Klar, es ist auch sehr trendorientiert, haha, Trend Vision, aber die machen einfach einen guten Job. Also das, was sie machen wollen, machen sie einfach gut. Es ist nicht ganz mein Vibe, aber man kann einfach nicht abstreiten, dass Trend Vision in 2023 einfach sehr groß sein wird. Bei der nächsten Marke bin ich gespannt, wie viele von euch die Marke überhaupt aktiv verfolgen oder kennen, und zwar Somar US. Das ist die Marke von Owen Hyatt. Das ist auch ein amerikanischer YouTuber, der schon einen sehr eigenen Stil hat. Ich würde sagen, der ist wirklich relativ düster, also ist hauptsächlich schwarz, grau und so weiter. Und auch von den Silhouetten auf jeden Fall anders als das, was jetzt im Trend ist. Er trägt relativ enge Hosen, auch jetzt nicht super große Oberteile. Und seine Marke ist quasi genau dieser Vibe. Und ich finde sehr, sehr viele Sachen von Somar wirklich, wirklich stark. Also mir gefallen die Sachen sehr, sehr gut. Ich habe zum Beispiel diese T-Shirts, also dieses Dreierpack an T-Shirts. Dann habe ich noch die Tasche. Und ich muss sagen, Qualität wirklich 1A. Mir gefallen die Designs sehr gut. Jetzt vor kurzem kam auch ein Boot raus. Finde ich wirklich einen extrem cleanen Boot. Ist, glaube ich, auch ein super so Daily Boot, weil er einfach nicht zu extrem ist. Er ist nicht zu chunky, er ist nicht zu slim und so weiter. Wirklich sehr cooler Boot. Und auch allgemein fühle ich Somar wirklich extrem. Einziges Problem und warum ich auch noch nicht wirklich viele Sachen von denen habe, ist einfach der Versand. Ist halt eine Marke aus Amerika und ich zahle, glaube ich, $45 Versand und dann auch noch manchmal Zoll drauf. Also ist schon, also ganz ehrlich, für die T-Shirts, das hat schon sehr geschmerzt, irgendwie $45 Versand und dann noch, also ich glaube, ich habe irgendwie 60, 70 Euro drauf gezahlt für 3 T-Shirts, nur damit sie hierher kommen. Aber sonst, Somar ist eine coole Marke, ja. Die nächste Marke geht in eine sehr ähnliche Richtung wie NoFave Studios, und zwar Shine Luxury. Und ich finde, dass die auch extrem, extrem stark sind. Eine Sache, die ich nie so ganz an Shine Luxury bisher verstanden habe, sind so ein bisschen die Stückzahlen, weil gefühlt bei jedem Piece kommen immer nur so 70 Stück oder sowas raus, was ich schon ein bisschen seltsam finde, weil ich verstehe nicht, warum das so limitiert ist. Und gefühlt sieht man irgendwie Shine Luxury so auf Instagram extrem oft. Also ich habe das Gefühl, von diesen 70 Stück kaufen sich so 60 Leute, die es dann auch auf Instagram posten. Aber das auch zu Recht, die Sachen sind sehr, sehr cool. Diese Zip-Jacke, die jetzt in nächster Zeit rauskommen wird, insane, allgemein.
Natürlich sehr extravagant, also ich glaube, für viele wird es nicht sehr leicht sein, diese Sachen so in den Alltag einzubauen, aber mir gefallen die Sachen sehr gut. Klar, ich habe mir jetzt auch noch nicht wirklich viele Sachen davon gekauft, weil es mir einfach ein bisschen over the top ist, also ich finde es für den Alltag einfach ein bisschen too much, aber trotzdem muss man einfach sagen, dass die Sachen extrem stark umgesetzt sind. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr coole Marke. Ist auch, by the way, glaube ich, alles handmade in Italy. Deswegen sind auch die Preise wieder ein bisschen teurer. Aber ist es auf jeden Fall wert. Und die letzte Marke, die ich auch ein bisschen unterschätzt habe, ist Yerra, also die Marke von Negative Trade, von Leo. Und ich habe jetzt vor kurzem ein eigenes Video über Yerra gemacht, über diese Anzugshose. Da haben, by the way, einige darunter geschrieben, dass diese Hose so kopiert von dieser Devilov-Hose ist oder ich glaube Fantasy Project oder sowas heißen die mittlerweile. Klar, hat Ähnlichkeit, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, dieses ganze Draping hat jetzt Devilov auch nicht erfunden. Also nur so eine Stacked-Hose waren die jetzt auch nicht die ersten. Und wenn man sich jetzt die Hose so ein bisschen genauer anschaut, sind die schon anders. Also auch die Methode, wie das so gestackt wurde, ist einfach ein bisschen ein anderer Prozess. Mir persönlich gefällt die Hose von Yerra deutlich besser. Ich mag einfach so diesen Fake-Leder-Look von Hosen nicht so gern. Ich bin einfach nicht so der Fan davon. Aber muss man auf jeden Fall sagen, hat auf jeden Fall eine Ähnlichkeit, gebe ich euch recht. Trotzdem finde ich Yerra wirklich eine extrem starke Marke. By the way, auch stärker als Fantasy Project. Ich finde die Sachen, die er rausbringt, wirklich, wirklich cool. Klar ist jetzt auch nicht alles mein Vibe, aber man muss einfach sagen, dass er den Job gut macht. Und deswegen ist es auch auf jeden Fall eine Marke, die in 2023 schon ordentliches Potenzial hat. Vor allem, wenn man auch checkt, was für ein Knowledge überhaupt hinter Leo steckt und was so das Potenzial von der Marke ist. Aber ich würde sagen, schreibt es mir gerne in die Kommentare, welche Marken ich vergessen habe, welche Marken ihr mir überhaupt nicht zustimmt. Bin wirklich sehr gespannt, weil meiner Meinung nach ist zumindest für meinen Style diese Liste schon relativ stark. Deswegen klärt mich in den Kommentaren auf und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!